Moin Schwammi, willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. In diesem Video gibt es einen weiteren GTA 5 Online-Glitch. Und zwar zeige ich euch in diesem Video, wie ihr euch RP erglitchen könnt. Also euer Level hochglitchen könnt. Ihr macht in etwa 10 Sekunden 400 RP, was zuerst nicht viel klingt, aber ihr könnt das so oft machen, wie ihr wollt. Bevor das Video beginnt, ich möchte jetzt einführen, am Anfang des Videos immer Leute zu grüßen. Also wenn ihr im nächsten Video gegrüßt werden möchtet, lasst einfach einen netten Kommentar da. Oder schreibt irgendwie, ich möchte gegrüßt werden oder sowas. Dann werdet ihr vielleicht im nächsten Video gegrüßt. Ansonsten lasst natürlich gerne ein Like und ein Abo da und lasst mich in den Kommentaren wissen, wenn ihr weitere Glitches sehen wollt. Und aktiviert auch sehr, sehr gerne die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Doch jetzt kommen wir zum Glitch. Ihr braucht auf jeden Fall für diesen Glitch eine MOC oder ein Terabyte. Ich benutze allerdings die MOC. Die MOC könnt ihr kaufen, wenn ihr das nicht wisst. Hier bei Warstock. Und dann hier die mobile Kommandozentrale. Dann müsst ihr euch nur noch zur Military Base begeben. Das Ganze mache ich jetzt. Ich muss noch kurz auf meine Ding MK2 warten. Aber ich würde sagen, wir sehen uns dann auf jeden Fall, wenn ich an der Military Base angekommen bin. Und dann bis gleich. Ihr müsst dann noch, wenn ihr euren Hangar in der Military Base habt, müsst ihr den auf jeden Fall umlegen auf den Flughafen. Oder wenn ihr noch keinen habt, müsst ihr auch keinen kaufen. So, auf jeden Fall, wenn ihr dann an der Military Base seid, müsst ihr euch einfach nur noch eure MOC rufen. Die wird dann hier vorne spawnen, wie sie auch bei mir gespawnt ist. So, da ist das nette Ding. So. Und dann müsst ihr einfach nur ungefähr auch an die Stelle, wo ich hier markiert habe, fahren. Also ihr seht es ja auf der Map, wohin, also ungefähr hierhin müsst ihr mit der MOC fahren. Ich mache das Ganze jetzt mal kurz und dann, wenn ich da bin, erkläre ich euch die weiteren Schritte. So, also ich bin jetzt hier an der Seite, wo ich auch markiert habe, wo man hinfahren soll. Und dann seht ihr hier links am Zaun diese Schilder. Ihr müsst dann, also ihr seht ja hier 1, an dieser Seite 1, da ist 2 und dann hier kommt 3. Nach dem dritten Schild ist hier auch so ein kleiner Busch. Ungefähr eure MOC stellt ihr ungefähr so, dass der Hänger so hinter diesem Busch ist. Ungefähr so. Ihr könnt es dann nochmal extra anpassen. Das Einzige, was ihr jetzt tun müsst, ihr schaut jetzt erstmal kurz, ob alles hinten passt. Mit dem... Perfekt, das passt. Dann müsst ihr jetzt zum dritten Schild. 1, 2 und hier ist das dritte. Ihr müsst dann zum dritten Schild rennen. Und dann solltet ihr Sterne bekommen. 4 Sterne. Ihr seht jetzt auch mein XP. Ich habe 235.000. Ja, was auch immer. Ich habe auf jeden Fall, die letzten drei Zahlen sind 256. 256 waren die letzten drei Zahlen. Ja, moin. Hier ist noch ein Auto drin. Und jetzt ist es 656. Und, lol, was ist hier drin? Ah, Charakterauto. Ich glaube, das ist von Snoopy Dogg noch. Wenn Leute an Charakterautos interessiert sind, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich kann euch da gerne was geben. So, ihr habt gesehen, 400 XP, dann geht ihr raus. Kurz orientieren. Hier. Zack, wieder 4 Sterne und rennt wieder zu eurer MOC. So, die letzten Zahlen waren jetzt 6, 5, 6, wenn ich mich nicht mehr... Auf jeden Fall eine 6. Und jetzt seht ihr schon... wieder Ding, wieder 400 RP, und so macht ihr das dann die ganze Zeit. Und wieder zum Schild rennen, zack, wieder Cops bekommen und wieder zur MOC rennen und reingehen. Zack. Und ihr seht ja auch an meinem XP, eigentlich müsst ihr nur auf die letzten drei Zahlen achten, da wird immer plus 400. Wie gesagt, es kommt einem vielleicht wenig vor, aber wenn ihr das eine Zeit lang macht, dann macht ihr auf jeden Fall genauso viel XP wie... Keine Ahnung. Ihr macht auf jeden Fall gut XP, wenn ihr hier ein bisschen dran sitzt. Ich meine, ihr macht in einer Minute, macht ihr dann 2400 RP. Und ich meine, für eine Minute ist das wirklich nicht wenig. Das heißt, ihr macht in 10 Minuten 24.000 RP. Das ist nicht schlecht. Es gibt natürlich auch noch weitere RP-Glitches und auch Money-Glitches. Wenn ihr mehrere Glitches sehen wollt oder zum Beispiel auch Transfer-Glitches, ich meine, ich kann euch hier mal kurz meine Outfits zeigen. Das sind übrigens immer die Jogger. Dazu noch das passende Duffelbag in allen Farben.
Auch die weiße, die eigentlich geblacklistet ist, leider habe ich die weiße Duffelbag nicht bekommen. Dann Chuggernaut Hose, bloß den Ding. Das hier ist was auch immer. Dann hier noch ein Klitscht Winter Outfit. Hierzu habe ich auch ein Video hochgeladen, wie du dieses Outfit hier machen kannst. Das ist auch geklitscht. Könnt ihr gerne auf meinem Kanal abchecken. Und dann hier noch das geklitschte Police. Dann hier noch ein Schwitzer Outfit. Das ist ja nichts Besonderes. So. Das war's auch schon mit dem GTA 5 RP Glitch. Wenn es euch gefallen hat und ihr bis hier noch schaut, lasst natürlich gerne noch mal ein Like da, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und schreibt, wie gesagt, einen netten Kommentar. Das würde mich freuen. Da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video oder Stream. Haut rein, habt einen schönen Tag und ciao.